أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيره خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله liebe Brüder. Nach einer längeren Zeit wieder sind wir zusammen, gemeinsam und werden heute Abend wieder über unsere Reihe Ein Seelenführer für die Kranken sprechen. Wir sind heute Abend im 21. Heilmittel. Es gibt 25, liebe Brüder, also sind noch 4 offen. Also wir sind dem Ende sehr nah von dieser Reihe. Ich finde, diese Reihe hat uns oft bewegt, ja. Manchmal zum Lächeln gebracht, manchmal zum Weinen gebracht. Alhamdulillah, mit einer der schönsten Reihen, so, die ich mit euch gemacht habe, finde ich. Inshallah steht schon die nächste Reihe fest. Das werde ich aber da, inshallah, am Ende, inshallah, von dieser Reihe euch erwähnen. Das Thema von heute Abend ist, niemand denkt an mich. Was das mit der Thematik ein Seelenführer für die Kranken zu tun hat, werden wir im Laufe des Vortrags allerdings begreifen und verstehen. Wie ihr wisst, waren wir jetzt letzte Woche für 3-4 Tage in einem Camp, die uns auf Instagram folgen. Die Brüder können das nachvollziehen, dass wir unterwegs waren mit 64 Jugendlichen. Lolem, das waren 64, richtig? Es waren 64 junge Männer da. Ich kann davon mal berichten und das als Einführung benutzen zu der Thematik von heute. Nämlich war es so, liebe Brüder, dass wir eine strukturierte Planung hatten, was wir an welchem Tag machen. Unter anderem natürlich zusammen beten, Jamaat, zusammen Koran lesen. Wir haben Maulud gelesen, Alhamdulillah, gemeinsam. Wir sind wandern gegangen. Bei der Wanderung gab es eine Mission. Die Mission war Zungenfasten. Man durfte nicht sprechen. Ja? Nach dem Morgensgebet, wo alle müde sind, richtig, haben wir uns noch auf den Weg gemacht zu wandern, damit wir Tafakkur machen können. Weil hinter der Jugendherberge ist ein Wald, da waren wir wandern. Ein Tag haben wir uns getroffen in einer Moschee da. Wir waren in Höxter und da waren wir in der Ditib-Moschee bei unserem lieben Hasbi Hoja. Der Weg dahin war 25 Minuten. Ja, also zum Morgensgebet wollten wir uns da treffen. Also dementsprechend sind wir auch früher aufgewacht. Ja, und da sind halt 25 Minuten gelaufen, zusammen gebetet. Dann hast du heute noch ein Sohbet gemacht. Dann sind wir 25 Minuten wieder zurück. Ja. Und der eine oder andere war müde. Der eine oder andere war natürlich vielleicht auch nicht dieser Routine gewohnt, ne, so viel Ibadet vielleicht zu machen. Ne. Vielleicht machen wir das wirklich zu Hause im Privaten, ne, vom Gebet zu Gebet. Und dann gibt es zwischendurch vielleicht kein Koran, was es aber da gab. Dann gab es die Option, ja, wenn du aber kein Koran lesen möchtest, jetzt in dem Fall, musst du dich aber anschließen an eine Gruppe, die vielleicht ein Buch liest oder Fatih Abad Ilmi Haldes gemacht. Ja, dann musst du dich daran anschließen. Also es gab keine offenen Phasen. Es gab natürlich auch Freizeiten mit gewissen Spielen wie Tauziehen. Vielleicht hat der ein oder andere vielleicht das Video gesehen, das ist immer sehr interessant. Ja, Fußball haben die Brüder gespielt und so weiter. Aber wenn man das jetzt einmal so betrachtet mit der Brille der Dünya, ja, das ganze Erlebnis Camp 2024 von Hupane, wenn wir das so mit der Brille der Dünya betrachten, ja, also wir sind jetzt ein Ahle Dünya und wir betrachten diese ganze Organisation, diese ganzen 3-4 Tage mit der Brille der Dünya, dann könnte es schon sein, dass Menschen, die eine gewisse Sache in ihrem Leben nicht haben, sich fragen, was machen 64 junge Männer, ja, in einem Zeitraum von, ja, von Feiertagen überhaupt da? Was soll das überhaupt? Ja. Das sind junge Männer. Ja. Man hätte diese ganze Jugendherberge auch anders gestalten können, richtig? Man hätte Party machen können, feiern, man hätte unsittliche Sachen machen können und so weiter, richtig? Also für eine Person mit der Brille der Dunya,
Ahl al-Dunya, der diese ganzen inneren Feinheiten nicht betrachtet, sieht das eigentlich aus wie, man hat doch keinen Spaß. Wie kann man Zawq, sagen wir, Zawq, wie kann man Zawq haben? Wie kann man überhaupt so ein Ortam, sagen wir im Türkischen, ja, so eine Atmosphäre genießen? Kann doch nicht sein. Du stehst morgens Gebet auf, müde, dann läufst du noch 25 Minuten in dieser Kälte. Dann sollst du noch wandern gehen, bei der Wanderung darfst du nicht sprechen, warum auch immer. Mit der Brille der Dünya sieht das alles so irgendwie, ja, nicht sehr intelligent aus. Ja. Aber wir betrachten diese ganze Geschichte ja nicht mit der Brille der Dünya. Wir betrachten diese ganze Geschichte mit der Brille des Imans. Und wenn du die ganze Sache mit der Brille des Imans betrachtest, ist das Zawq, genießen. Man genießt es, liebe Brüder. Das Koran lesen mit den Brüdern. Ja. Das Buch lesen mit den Brüdern. Jam'at mit den Brüdern. Maulid mit den Brüdern. Ja. Wandern zu einer Moschee. Ja. Wandern im Wald und du fastest, ja, indem du theoretisch ja, nicht sprichst. Und wisst ihr was, liebe Brüder? In dieser ganzen Phase von unserem Camp gab es einen Abend, wo wir einen Kreis gebildet haben und ein Lagerfeuer war. Und jeder sollte mal darüber sprechen, worüber er dankbar ist. Denn am Morgen, wo wir nach dem Morgensgebet wandern gegangen sind, war die Frage, bevor wir das Haus verlassen, ihr sollt Tefekkür machen, wofür ihr dankbar seid. Wofür ihr dankbar seid. Und am Abend, am Lagerfeuer, hat man darüber gesprochen, liebe Brüder. Und jeder hat was richtig Tolles gesagt. Und zum Abschlussgespräch, wo wir die Räumlichkeiten verlassen haben, die Herberge verlassen haben, war so ein Feedbackgespräch. So, was war denn dein Highlight? Und jeder hat was gesagt und viele haben auch gesagt, so Highlight war so dieser Lagerfeuer, wo jeder darüber gesprochen hat, ne, wofür er dankbar ist. Habe ich auch zugestimmt. Fand ich auch super toll. Auf dem Weg nach Hause, dann war Fatih, aber wir waren zusammen im Auto, habe ich so darüber nachgedacht, so, was eigentlich der Highlight für mich persönlich in dieser Reise war. Nämlich, liebe Brüder, 64 junge Männer in 2024, ja, dass sie sich da versammeln und keiner hat ein Bedürfnis, irgendetwas anderes zu machen. Jeder schaut auf den Plan. Wann machen wir Ibadet? Wann lesen wir Maulid? Wann lesen wir Buch? Wann lesen wir Koran? Ja, Subhanallah. Wann geht's wieder los? Wann machen wir Zikir? Und so weiter. Ich war fasziniert von diesem Gedanken. So Subhanallah, habe ich gesagt. Ja? Und ein Tag, ich glaube, das war der vorletzte Tag, ein Tag waren wir so in der Aula und da haben wir gemeinsam ein Buch gelesen und ich habe so diese ganzen Jungs gefragt. Ja? Das Motto von dieser Reise war Ikhlas, die Aufrichtigkeit, Samimiyat, Ikhlas, die Wahrhaftigkeit. Da habe ich so die Jungs gefragt, Jungs, wer möchte bis zu sein Lebensende Hizmet machen bei Hubane? Wisst ihr, liebe Brüder, 64 Arme gingen hoch. Das war mein Highlight. Das war mein Highlight, dass 64 junge Männer, ja, von 20 bis 30, Mitte 30, bereit sind, ihr Leben zu opfern für die Dawa Rasul Ekrem, sallallahu alaihi wasallam. Das ist nicht normal in dieser Zeit. Das ist gewiss nicht normal, liebe Brüder. Das hat mich fasziniert, liebe Brüder. Meint ihr denn wirklich, wenn diese jungen Männer, wie ihr heute Abend auch, keinen Genuss an solchen Unterrichten hättet, würdet ihr hier sitzen, eine Stunde auf dem Boden, ja, jemanden zuhören, der hier auf dem Pult ist, ja? Ganz gewiss nicht, liebe Brüder. Also gibt es etwas, was Genuss mit sich bringt, aber wir es eventuell nicht immer definieren können oder äußern können, was es genau ist. Aber man sagt, komm doch mal, schmeck doch mal, probier doch mal das Gebet, probier doch mal einen Vortrag, probier doch mal eine Gemeinde, so wie das schmeckt, subhanallah. Richtig? In Bezug auf Geschmack, Lezzet, sagen wir im Türkischen, gibt es aber zwei Kategorien. Nämlich Sufli Lezzet und Ulvi Lezzet. Sufli Lezzet sind so tiefe, niedrige Genüsse, unwürdige, ja, unerhabene
Genüsse sowie vergängliche Sachen eigentlich, liebe Brüder. Aber dann gibt es wieder Ulvi lezetlesh, Ulvi, erhabene Genüsse, ja? Erhabene, die man kaum definieren kann, subhanallah, wie beispielsweise so ein Ortam, so eine Sitzung, liebe Brüder, so ein Camp beispielsweise, wo die Person, die die Brille der Dünya aufhat, es nicht definieren kann und denkt sich so, was machst du denn da? Was machst du denn da? Bei Allah, es gibt Menschen, wenn ihre Verwandten anfangen zu beten, ja, und sie die Verwandten sind, die die Brille der Dünya haben, sagen, was betest du? Du bist jung. Leb dein Leben. Du kannst irgendwann später beten. Du brauchst nicht beten. Ja, warum hast du einen Bart? Ja, wenn ich jung wäre, würde ich meinen Bart abrasieren. Richtig? Aber du bist jung. Du bist 20, 24, 25, 30 und lässt dir ein Bart wachsen, subhanallah. Warum? Weil du Rasulul Akram sallallahu alaihi wasallam liebst. Das ist der Unterschied. Ein Geschmack, welches wir vielleicht nicht beschreiben können und diese Person, die die Brille der Dünya trägt, nicht verstehen kann. Wisst ihr, liebe Brüder, was interessant ist? Ihr wisst ja, wir sind gebunden an einem Sheikh, ja? Sheikh Sayyid Hikmatullah Quddisa Sirruhu. Wisst ihr, wie sein Dorf in der Türkei betitelt wird? Sokamir. Wisst ihr, wofür dieses Sokamir steht, liebe Brüder? Ist ein kurdisches Begriff. Kurdischer, kommt von dem Gebiet in der Türkei Sir. Da sind viele Kurden, da leben viele kurdische Brüder von uns. Und der Dorfname ist Sokamir. Wisst ihr, was das bedeutet eigentlich? Sokamira. Sokamira. Yiğitlerin zevki. Ja, der Genuss der Männer. Wisst ihr, wir waren mit dieser Truppe, Anzahl, 64 Männer, ja, im tiefsten Dorf in der Türkei, wie ein Tal. Da ist ein Berg, hier ist ein Berg und hier ist ein Berg. Du bist so mitten in einem Tal, in einem Dorf, wo du auf dem Boden schläfst, wo du zusammen aus einer Suppenschale trinkst, vier Personen trinken da, subhanallah. Es gibt manchmal kein warmes Wasser zum Duschen. Ja. Aber 64, wie viele Leute waren wir? An Allahu alam, 60, 70 Leute waren wir, Allahu alam. 60, 70 Menschen aus Europa, aus Deutschland, ja, haben ihre bequemen Betten verlassen, gehen dahin, auch noch Hizmet machen, ja, auch noch arbeiten und Ibadet machen in einem Dorf, wo es teilweise manchmal kein warmes Wasser gibt und du dein Essen teilen musst. Du auch teilweise manchmal keine Matratze findest, weil es so voll ist. Und du auf dem Boden schläfst in der Moschee. Die Person, die die Brille der Dünya aufhat, wird sagen, ihr seid Idioten, was macht ihr da? Bitte verzeiht mir. Aber die Brille des Iman sagt zu diesem Aufenthalt, Zawkamira, ja, Yiğitlerin zevki, ja, der Genuss der Männer, subhanallah. So wie es auch plötzlich dieser Ort wird. Auch dieser Ort ist plötzlich Zawkamira, der Genuss der Männer. Richtig? Weil niemand, subhanallah, den ich fragen würde, der diesen Genuss erlebt hat, ja, von diesen Orten, ja, sei es von solchen Reisen oder von solchen Orten, von solchen Gemeinden, von solchen Brüdern, wie auch immer, würdest du das austauschen, ja, mit einem Kaffeeaufenthalt? Würdest du das tauschen mit einer unsittlichen Beziehung? Würdest du das tauschen mit einer Party in einer Diskothek? Ich bin mir sicher, meine Brüder, ihr würdet alle sagen, nein. Ich würde das nicht tauschen. Weil ihr den Genuss der Männer, der wahren Männer, Männer ist ein Synonym, ja? Vielleicht auch eine Metapher, für die Männer, ja? Für die Personen, für die Muslime, die den Islam verstanden haben, die da war Rasul Ekrems alaihi salatu wasalam verstanden haben, liebe Brüder. Diese Menschen sind Männer. Ja? Sei es auch eine Schwester, ja? Ist eine Metapher. Dann ist sie auch ein Mann. Ja? Erkek, sagen wir. Ja? Sie steht mit beiden Beinen, ja, wie der Bruder, im Leben und sagt, ich verzichte auf die Gelüste, auf die Suflilezet, auf die niedrigen Genüsse in dieser Dünya und widme mich den Ulvi-Lezetler, also den erhabenen Genüssen in dieser Dünya, die mir Rabbul Alamin serviert hat. Liebe Brüder, und das ist ziemlich interessant.
Hizmet von außen, ja, schwitzen. Ja, wir haben heute gearbeitet alle, richtig? Viele haben gearbeitet oder auch am Wochenende. Dann willst du dein Wochenende genießen, wenn du wochentags arbeitest und Samstag. Und dann sehe ich die Brüder, die hierher kommen, die putzen, ja, die saugen, machen die Tische sauber, ja, gehen gleich jetzt kochen für euch, subhanallah. Von außen gesehen, wieder sieht das aus. Was macht ihr denn da? Bekommt ihr dafür wenigstens Geld? Nein, bei Allah bekommen wir nicht. Wenn du uns sogar anbieten würdest, würden wir beleidigt sein. Würden wir nicht mit dir sprechen. Ja? Das würde uns sogar, ja, unser Stolz berühren. Nein. Denn diese Hizmet, diese Lezzet, dieser Genuss, diese Ulvi Lezzet, kannst du mit Geld nicht kaufen. Kannst du mit Geld nicht bezahlen. Das ist was anderes, Abiler. Wir waren im Seminar in München. Jetzt vor kurzem, liebe Brüder. Und du siehst Brüder mit solchen Augen, ja. Du denkst dir so, Alhamdulillah, haben wir zu Hause Hubane. Und die Leute, die haben teilweise kein Sohbet. Sofort der Nächste, ich möchte mit dir sprechen, ich möchte mit dir reden. Und sie fangen an zu weinen. Was soll ich machen? Wie kann ich mein Islam verbessern? Und du siehst, subhanallah, auch diese Person hat, ja, Genuss bekommen an so einem Vortrag. An so einem Muhabbat, an so einer Liebe. Und sagt sofort, natürlich. Diese vergänglichen Genüsse sind niedrige Genüsse, Suflilezetler. Aber diese Orte sind Ulvi, erhabene Genüsse, Lezetler gibt es hier. Und bei Allah, niemand, der das versteht, würde diese Sache wechseln. Für einen niedrigen Genuss. Nein, würdest du nicht machen. Aber um genießen zu können, jetzt kommt ja die ganze Sache. Um genießen zu können, müssen die Organe funktionieren. Damit du, wenn du auf einer Reise bist, auf einer Wanderung bist, diese Berglandschaft genießen kannst, muss dein Auge funktionieren. Richtig? Damit du auf dieser Wanderung diese zwitschernden Vögel, die jetzt gerade auch zwitschern, genießen kannst, muss dein Ohr funktionieren. Müssen deine Ohren funktionieren. Richtig, liebe Brüder? Um das Essen zu genießen, ja, diesen Hupane-Burger, womit wir prahlen, richtig? Um das zu genießen zu können, muss deine Zunge funktionieren, deine Geschmacksnerven müssen funktionieren, richtig? Was war die Ausgangsfrage? Wie kann ich genießen? Du kannst genießen, lieber Bruder, wenn deine Organe funktionieren. Diese Rose, die so wunderschön riecht, ja, so wunderschön aussieht. Wie kannst du die genießen? Wenn deine Nase funktioniert, wenn dein Auge funktioniert, richtig? Also deine Organe müssen funktionieren. Das ist aber alles Zahiren. Also ersichtliche Sachen, ja, sichtbare Sachen, die man genießen kann. Es gibt auch Batini-Genüsse. Es gibt auch nicht sichtbare Genüsse. Subhanallah. Aber wenn deine Organe nicht funktionieren, kannst du niemals nicht sichtbare Sachen genießen. Auf diese Thematik gehen wir gleich ein. Aber vorher noch, damit es besser begriffen wird. Ich habe bei Allah gehört, vor kurzem, jetzt ein paar Monate her ist das, glaube ich, gehört, wie eine Person, die Muslim ist, zu Umrah geht, bei unserem geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Mahbub Kulub, sagen wir, der Liebling der Herzen. Ja, die Stadt der Liebe ist für uns Medina, Raudahi Mutahara alayhi salatu wasalam. Richtig, liebe Brüder? Das ist die Stadt der Liebe. Sallallahu alayhi wasalam. Ist da und die Person hat zu mir, und ich bin natürlich voller Euphorie, ich will wissen, wie war Medina, ja, für dich? Wisst ihr, was die Person gesagt hat? Wallah, ich habe nichts genossen. Was soll das? Die Leute gehen da rein, raus. Eine, war nichts für mich. Ich habe eine Tour gemacht, die man da anbietet, ja, und habe dann so gewisse Cafés, Spots gefunden für mich, wo ich den Tag verbracht habe. Ich habe das wirklich gehört, ja. Aber du bist in Medina. Ja. Noch eine größere Rose gibt es nicht, ja, die deine Organe auffassen können. Ja. Deine Batini-Organe, auf die gehen wir ein. Warum kann diese Person Medina nicht genießen? Warum kann die Person diese Sitzungen nicht genießen? Warum kann die Person, die auch Muslim ist,
Ja, diese Reise, ja, nach Saukamira, ja, nicht nachvollziehen, weil die Organe nicht richtig funktionieren. Ich rede nicht von den Organen, ja, die wir jetzt gerade sehen, ja, oder unseren Darm, unsere Niere, ja, unsere Leber, unsere Lunge. Davon spreche ich nicht. Wir haben Batini, nicht sichtbare Organe in unserem Körper. Diese nennt man Lataifler. Ja? Diese Organe sind fein. Diese Organe sind Nur. Diese Organe sind Licht. Ja? Diese Organe sind sehr sensibel. Ja? So wie dein Auge auch sehr sensibel ist. Ja? Kommst du mit dem Finger nahe zu deinem Auge, machst du schon sofort so. Ist in deinem Auge eine Wimper, ja? Kannst du schon kaum mehr dein Auge öffnen. Richtig, liebe Brüder? Diese Manevi-Organe, Lataifler, sind sehr sensibel. Sie können sich öffnen, aber auch zeitgleich sofort schließen. Ja? Das Schließen bedeutet, du bekommst keine Vitamine mehr rein. Du bekommst keine Nutzen mehr von dem, was du gerade siehst, von dem, was du gerade hörst, von dem, was du gerade schmeckst. Ja, ne? Die Manevi-Organe sind krank. Die spirituellen Organe sind krank. In Bezug auf die spirituellen Organe, dass sie krank sind, müssen wir eine weitere Thematik öffnen. Und von dieser Einführung gehen wir rüber zu unserem Hauptteil. Nämlich satt werden und zufrieden sein. Satt werden und zufrieden sein sind zwei Paar Schuhe. Jetzt gibt es unter uns Brüder, die gerade eine Diät machen. Richtig? Sich Haferflocken geben, ja, Magerquark geben, ja, gewisse Joghurts posten, Abi, du musst das probieren. Ja? Und bei Allah, die Niyat ist gut, aber eine Sache muss erwähnt werden. Du wirst satt, ja, du kannst richtig gut satt werden, aber du bist nicht zufrieden. Ja? So ein Döner, Kurban, was war? Wallah ist besser. Ja, ne. Stell dich zufrieden. Du bist satt aber mit deiner Diät, richtig? Du bist satt, du kannst satt werden. Mit dieser Diät, aber nicht zufrieden. Ja, du guckst so Haferflocken an, du guckst so Hupane Burger an. Allah Rasulun. Natürlich ist diese Burger sieht hübscher aus und schöner aus und deftiger aus. Zu 100%. Dein Körper kann satt werden, aber deine Seele kann unzufrieden sein. So ist es genauso mit der Dunya. Die Dunya kann dich satt machen. Ja, Abi, kann dich satt machen. Aber die Dunya kann dich nicht zufriedenstellen. Die Seele, das Herz, möchte etwas nicht Endendes. Deshalb, liebe Brüder, denn die Seele ist darauf ausgerichtet, das Herz ist darauf ausgerichtet, etwas Ewiges zu haben. Ihr kennt das doch, Abilash, ihr kennt das doch ganz gewiss. Du hast einen Wunsch, was du unbedingt haben möchtest, richtig? Und dann hast du es geschafft. Ja, sei es ein Spiel, sei es ein Handy, sei es ein Auto, was auch immer. Ja, sei es eine Kleidung, wie auch immer. Sei es eine Reise und dann bist du vor Ort und dann denkst du dir so, ja, und jetzt? Das war's. Du bist irgendwie gesättigt, aber du bist immer noch nicht zufrieden. Sehen wir unser Herz? Unser Herz ist wie ein Jojo, subhanallah. Ja? Es geht überall hin, ja. Wie am Suchen ist dieses Herz, subhanallah. Es springt von A nach B durchgehend, ja. Du siehst dieses schöne Hemd von diesem Bruder, mein Herz springt darin, ja. Subhanallah. Dann gehe ich weiter, dann sehe ich Osman Abis Hemd, dann gefällt mir das. Dann sehe ich deine Fließjacke, dann möchte ich diese Fließjacke haben. Dann gehe ich rüber, dann möchte ich dieses schöne Pulli haben, was so babyblau ist, subhanallah. Und das Herz springt die ganze Zeit, subhanallah, von Ort zu Ort. Von Handymarke zu Handymarke, von Auto zu Auto, ja, von Urlaub zu Urlaub. Und irgendwie, subhanallah, versuchen wir, diese suchende Herz, diese Seele zufrieden zu stellen mit Dünjewi-Sachen, mit Suflile-Settler. Ja, deswegen die Einführung. Mit niedrigen Genüssen. Mit niedrigen, mit einer Diät, mit Haferflocke, subhanallah, mit Magerquark, versuchst du, ja, dein Herz, deine Seele zu stillen. Du bist satt, Abi. Du bist satt, aber du wirst nicht zufrieden sein. Denn das Herz ist ausgerichtet auf etwas Ewiges. Etwas, was beständig bleibt, nicht vorübergeht, sich wandelt. Ja?
Und du guckst die Dünya an, du findest nirgendwo so etwas. Du findest nirgendwo. Du lebst den Tag, der Tag mit Nacht. Ja, subhanallah. Du liebst diese Gesellschaft endet heute Abend. Irgendwie wirst du satt, aber du bist irgendwie nicht zufrieden, subhanallah. Du machst Urlaub 14 Tage in Antalya, richtig? Du bist satt, aber du kommst wieder, bist wieder unzufrieden. Warum? Weil nur Allah, Jalla Jalaluhu, der Ewige ist. Deswegen sagen wir, ja, Baki, Antal Baki. O du Ewiger, du bist der Beständige, du bist der Ewige, ewig Bleibende. Liebe Brüder, das Herz sucht die ganze Zeit Allah Jalla Jalaluhu. Nichts anderes. In jeder Sache. In deinem Magerquark sucht das Herz Allah Jalla Jalaluhu. Bei Allah, das ist so. In deinem Urlaub sucht dein Herz, deine Seele Allah Jalla Jalaluhu. Du sättigst ihn aber. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist, liebe Brüder? Wenn wir unsere Seele, unser Herz irgendwie paralysieren, dann stehen wir fest. Ja? Sei es mit einer Musik, wo du dich in dein Zimmer hinlegst und denkst dir so, okay, ich muss irgendwie runterkommen, ich brauche was, um zufrieden zu werden. Dann hörst du die Musik an. Oder du nimmst dein Handy und bist stundenlang mit neuen Informationen, ja, mit neuen Informationen, die als Reels oder Shorts betitelt werden, ja, die, subhanallah, interessanterweise nicht aufhören. Ja, die Leute haben gemerkt, ja, die ganzen Menschen, ja, die gegen den Islam arbeiten, wissen ganz genau, wie sie die Menschen manipulieren können. Subhanallah. Es hört sich vielleicht weit hoch ergriffen an, ja, aber das ist genau so. Sie wissen ganz genau, wie man Menschen manipuliert, paralysiert, liebe Brüder. Du bist da so, neues Video, neue Erkenntnis, die Seele, ne, das Herz springt auf das Neue und das Nächste. Und das Nächste. Und plötzlich bist du satt. Aber bei Allah, jeder, der so eine Stunde mal gereelt hat oder geschortet hat, ja, weiß ganz genau, wenn er diese zur Seite tut, was habe ich gemacht, ja. Und du wolltest arbeiten gehen am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehen, wir haben schon 2 Uhr nachts. Ja. Du wolltest früher schlafen gehen, irgendwie um 11 Uhr. Ja. Du warst wie in einem Tunnel, subhanallah. Und wisst ihr noch trauriger? Wir geben das unseren Kindern. Wir geben das unseren Kindern und ihre Seele gewöhnt sich an diesen paralysierten Zustand. Sie sagen, die Seele auch der Kinder sucht Allah, Jalla Jalaluhu. Auch das Herz des Kindes sucht Allah, Jalla Jalaluhu. Aber das Kind hat sich jetzt was zur Gewohnheit gemacht und so wurden wir erzogen. Richtig? Viele von uns wurden so erzogen. Fernsehen, Handy. Die Kinder können sich nicht mehr beschäftigen, subhanallah. Richtig? Und dann heißt es, ja, Krise, wenn kein Handy in der Hand ist. Richtig? Weil das Herz sucht die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit findet es nicht, ja, wird nur gesättigt. Und die Person denkt, das Sattwerden ist gleich die Zufriedenheit. Und das ist ein Veräppeln. Und dann geht dein Leben vorbei. 20 Jahre hast du so verbracht. 25, 30, 35, 40 Jahre hast du so verbracht, subhanallah. Ja, in einem paralysierten Zustand. Und dann stirbst du. Dann ist es vorbei. Und du hast niemals verstanden, warum die Leute, wenn sie Muhammad a.s., dessen Name hören, anfangen zu weinen. Warum? Weil deine Organe zu waren. Deine Lataifler zu waren. Ja, diese öffnet man mit Zikrullah, indem man Allah sagt, La ilaha illallah sagt, Quran liest, Sohbet hört, subhanallah. Diese immer wiederholt, öffnen sich diese Kanäle. Aber wenn du diese Kanäle schließt, durch Suflilezzetler, durch niedrige Genüsse, dann schließen die sich. Sie werden, bekommen eine Kruste, subhanallah, ist nur eine Metapher. Sie bekommen eine Kruste und härter, subhanallah, sodass es irgendwann zu einem Stein wird. Und dann sprichst du zu diesen Menschen, Hack, die Wahrheit, es prallt ab. Ja, beim Abprallen, ja, wie ein Funken, subhanallah, entsteht. Und diese Person möchte nicht in solchen Orten sitzen. Ja. Im Türkischen sagen wir es dann, die Kenne ist in der Oturio, als ob er auf Dornen sitzt. Er kann solche Orte nicht genießen. Er kann Orte, wo über Allah gesprochen werden, nicht genießen. Und bei Allah, entweder waren wir solche Menschen oder wir kennen solche Menschen. Liebe Brüder,
Es liegt einzig und allein daran, dass wir unsere Organe mit niedrigen Genüssen, die vergänglich sind, ernähren, liebe Brüder. Und ich spreche nicht von den ersichtlichen Organen, sondern von den seelischen, geistlichen, spirituellen Organen, liebe Brüder. Was ist die Antwort? Wie kann ich als Person, die jetzt nach diesen sogenannten Wörtern, die wir jetzt gehört haben, wie kann ich mich von diesem Zustand der geschlossenen Organe befreien? Zunächst einmal, ganz am Anfang ist ganz wichtig die Erkenntnis, dass du krank bist. Dass du verstanden hast, ja, ich habe verstanden heute Abend, dass ich diese Krankheit habe. Weil nur derjenige, der versteht, dass er krank ist, wird sich auch bewegen in Richtung Arzt. Heilmittel, deswegen Heilmittel, ein Seelenführer für die Kranken. Wer bei Allah hat diese Krankheit nicht? Jeder soll für sich antworten, nicht die Hand heben. Jeder ist befallen von solchen Krankheiten, von Krankheiten des Zufliehlesets, ja, von diesen niedrigen Genüssen, liebe Brüder. Jeder ist davon betroffen. Wenn du jetzt verstanden hast, dass du diese Krankheit in deinem Herzen hast, musst du anfangen, Heilmittel einzunehmen. Und einer der ersten Heilmittel, ja, die Kanäle wieder öffnen, ist zu sagen, Ya Rabbi ben Pishman, Taubi Nasu, O Allah, ich bereue. Ich bereue meine Sünden. Ja. So fängt es an, liebe Brüder. Die Operation theoretisch, diese Therapiephase fängt mit der Taube an. Ja? Des Weiteren wird man geweckt, damit man auch wach bleibt. Denn nach einer Operation ist man wie benebelt, richtig? Du brauchst gewisse Unterstützung, sei es ja, von Krankenhelfern, von Ärzten, sei es Medikamente, Medizin, ja? Sei es Instrumente, die... Ja, eingeführt werden, ne, Infusion und so weiter, liebe. Du brauchst jetzt nach dieser Taube, ja, nach diesem Wachwerden, nach diesem Erkenntnis haben, Unterstützung. Alleine geht das nicht. Ja. Du brauchst nun Unterstützung. Einmal durch die Gemeinde, einmal durch große Meister und Lehrer und einmal das Wecken durch Marifet, kennenlernen. Nun macht der Bruder Taube, aber beschäftigt sich nicht mit Allah. Wer ist Allah? Wie stellt Allah sich vor? Welche Namen, Eigenschaften hat Allah? Wer ist Rasul Ikram sallallahu alaihi wasallam? Wer ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wir lernen ihn nicht kennen. Ja? Und dann siehst du Brüder, die vielleicht eine Weile hierher kommen, und den gesamten Allah sallallahu alaihi wasallam privat auch nicht kennenlernen, sich nicht bemühen nach einer Taube, und dann heißt es vielleicht so nach 2-3 Monaten, ja, irgendwie ändert sich bei mir nichts. Ja, sicher ändert sich nichts, weil du diese Unterstützung nicht annimmst. Du denkst dir so, nach einer Taube, nach einem Wachwerden, reicht das. Und der Kanal ist geöffnet. Nein, jetzt musst du diesen Kanal pflegen, damit es immer wieder sauber und rein bleibt. Ja? Theoretisch musst du sportlich werden. Ja? Also aktiv werden für deine inneren Organe, für deine spirituellen Organe, verzeiht, für deine spirituellen Manevi-Organe, Lataifler, musst du jetzt aktiv bleiben, subhanallah. Deswegen sagen die großen Meister etwas Interessantes, nämlich eine Anweisung von ihnen. Nun, je mehr das Herz gewarnt wird, je mehr das Gewissen, Vijdan, gereizt wird, erregt wird, je mehr die Seele angeregt wird, desto mehr wird der Geschmack mehr. Allah, Allah. Was sagt der Gelehrte hier? Was sagt der Meister? Was brauchst du nach einer Taube? Eine Wiederholung, eine Warnung für dein Herz. Immer wieder, richtig? Solche Unterrichte sind Warnungen für unser Herz. Ein Samstagabend reicht nicht bei Allah, ja, in 6 Monaten. Wiederholung ist wichtig.
damit dein Gewissen nicht stirbt, weil danach kommt was? Je mehr das Gewissen gereizt wird, dein Gewissen, Vijdan muss sich jetzt bewegen. Ja? Die Gewissen bewegen sich gerade, richtig? Nachdem man gehört hat, vielleicht wie oft man reelt, richtig? Auf einmal passiert was mit deinem Gewissen? Dein Gewissen wird erregt. Ein Reiz, ja? Subhanallah, kommt auf dein Gewissen. Und weiter, die Seele wird angeregt. Ja? Sanki susetpiyorlar. Ja? Die Seele bekommt so ein Wasser. Ja? Diese verdurstete Seele, die nach dem Ewigen schaut, bekommt jetzt von diesem Wasser, ja, ab, subhanallah. Und denkt sich so, oh, noch mehr Wasser, noch mehr Wasser. Ja? Stellt euch vor, ihr seid am Verdursten in der Wüste und einer kommt zu euch und macht so. Wallah, wir würden wie Hunde, subhanallah, bitte verzeiht mir, unseren Mund aufmachen, subhanallah, mit unserer Zunge diese Tröpfchen auffangen. Spirituell gesehen, manevi gesehen, sind wir genauso in so einem Zustand. Ja? Deswegen benötigen wir dieses Wasser, ja, was hierher verteilt wird, subhanallah, von diesen großen Meistern, von ihren Werken, subhanallah. Sonst gibt es keine Bewegung. Ja? Diese Bewegung wird instand gehalten durch Wiederholung. Durch Wiederholung. Ihr wisst, und viele Brüder, die mich kennen, wissen, dass ich von einem Juwelier komme, also beruflich gesehen, und wir Uhren reparieren. Richtig, liebe Brüder? Bruder, es kann sein, dass eine Batterie in diesem Uhrwerk drin ist. Ja? Eine volle Batterie. Kann sein, dass dieses Herz aktiv ist, am Schlagen ist theoretisch, die Energie hat, aber wenn die Krone von der Uhr rausgezogen ist, ja, und nicht reingedrückt wird, keine Aktivität da ist, werden diese Maschinen in der Uhr, ja, die Zahnräder in der Uhr nicht intakt treten, nicht funktionieren. Du musst aktiv werden. Du musst deinen Knopf drücken, damit du deine Zahnräder in dir bewegst. Ja. Mit der Hoffnung, dass du am Ende des Tages von diesem Wasser trinken darfst. Und nicht mehr tropfenweise, sondern so richtige Schlücke, aber ja, die schmecken. Bitte verzeiht mir, jetzt habe ich getrunken so, aber gute Überleitung, mein Hals war trocken. Abiler, genau so ist das. Wir sind wie eine Person, die ohnmächtig geworden ist. Wir sind wie eine Person, die einen Herzinfarkt hat. Ja? Und diese Person muss man reanimieren. Habt ihr mal so einen Krankenhelfer gefragt? Wie lange man reanimiert? Teilweise bis zu 45 Minuten, eine Stunde. Güm, 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 subhanallah. Die Rippen brechen. Und meint ihr, bei einer Reanimation wird es keine Schmerzen geben in dein Leben? Diese Schmerzen werden nicht deine Rippen sein. Diese Schmerzen werden je nach deiner Bewegung sein, welche du machst. Du fängst mit dem Gebet an, plötzlich hörst du Töne. Du fängst mit dem Gebet an. Du warst doch der und der, letzte Woche noch da und da. Und es schmerzt. Du wirst aber gerade reanimiert mit diesem Gebet. Aber es werden Schmerzen da sein. Ja? Von deinen Liebsten, von deinen Verwandten, von deinen Freunden, wo auch immer. Es werden Schmerzen sein. Aber es werden Schmerzen geben. Zu 100%. Aber willst du sterben oder willst du überleben? Wenn du sterben möchtest, geistlich, seelisch, spirituell, dann akzeptiere ihre Wörter und dann werde wieder die Person von damals. Wenn du überleben möchtest, geistlich, spirituell, mahnen, dann musst du diese Schmerzen ertragen. Denn die Sahaba Ikram, radiyallahu anhum ajma'in, haben alle diese Schmerzen ertragen. Ja? Vater gegen Sohn standen in Bedr gegeneinander. Allah, Allah, ja. Bilal Habishi, radiyallahu anhum, hatte diesen Felsbrocken auf seiner Brust. Und er hat gesagt, La ilaha illallah. Richtig, liebe Brüder. Rasul Akram sallallahu alaihi wa sallam, ja, hat Steine abbekommen. Ja, wurde geschubst. Über ihn hat man Innereien geschüttet, subhanallah. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ja, haben sie verprügelt. Abu Zayd al-Ghifar radiyallahu anhu, haben sie verprügelt, subhanallah. Und tun sie noch nicht mal körperlich weh, Abiler. Ja, nur Wörter. Ja. Und dann haben wir einen Lifestyle. Ich mache nicht das, was Menschen sagen. Ja. Ich habe ein, ne,
stabile Haltung. Und dann gibt es plötzlich in deinem Leben die Haltung, du hast mit dem Islam angefangen, MashaAllah, Sakal bedacht, du hast ein Bad, Takke, und dann der Erste, der zu dir sagt, warum gehst du zu Sohbet? Wie kann man da eine Stunde auf dem Boden sitzen? Bringt dich zum Struggeln. Allah, Allah. Und dann sagen wir lieben Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Wir lieben die Sahabe, wir lieben die Awliya, wir lieben die Sadat Ikram, aber sind nicht bereit, diese Reanimation von ihnen ja, anzunehmen. Ja. Sie sind geistlich über uns und reanimieren uns die ganze Zeit. Bleib wach. Werd nicht wieder ohnmächtig, weil wenn du ohnmächtig wirst, gibt ist die Gefahr da, dass du in den Koma fällst. Ja. Und wer weiß, ob du wach wirst oder stirbst. Dem Abiler. Jetzt Abiler. Eine interessante Part. Ja. Nämlich die Gefühle, die in uns erweckt werden. Liebe Brüder. Die Gefühle sind die Kanäle, Allah Jalla Jalalu kennenzulernen. Wir reden heute über Genüsse, über Lezzet, richtig? Das sind Gefühle, die uns erreichen. Richtig, liebe Brüder? Die Gefühle, die Genüsse, die uns berühren, seelisch, geistlich, sind die Kanäle, ja? Nicht nur seelisch, auch sahiren, aber wir sprechen über die seelischen Gefühle heute Abend, damit das ein bisschen klarer wird, die Thematik, sind die Kanäle, Allah Jalla Jalalu kennenzulernen. Womit lernt man Allah Jalla Jalalu kennen? Allah Ta'ala lernt man kennen durch seinen Namen. Ganz oft hier schon gehört und gelernt. Aber die Wiederholung ist wichtig für unser Wijdan, für unser Gewissen, für das Herz, für die Seele. Richtig, liebe Brüder? Allah Ta'ala lernt man kennen durch seinen Namen. Womit genieße ich aber diese Erkenntnisse der Namen? Mit unseren Manevi-Organen namens Lataifler. Latifeler, ja, die spirituellen Organe. Beispiel. Hatten wir schon mal dieses Beispiel hier in diesen Räumlichkeiten. Der eine oder andere wird sich erinnern. Dein Jugendzimmer ist berbat, sagen wir im Türkischen. Ja. Sieht richtig schrecklich aus. Da deine Socke, da dein T-Shirt, da dein Unterhemd, ja, da so diese Pizzakarton, da so dieses Teller, was schon angefangen hat zu schimmeln wegen dem Joghurt, was da drauf ist und so weiter. Jeder kennt dieses Szenario. Ja. Lass uns nicht veräppeln. Ja, dieser Jugendzimmer, sagen im Türkischen, Lesch. Ja, grausam. Nun sagt deine Mutter, reicht, hatte. Oder deine Ehefrau. Ja, reicht so, geht nicht, gerne, funktioniert nicht. Und dann sagst du dir, okay, du bewegst dich, du wirst aktiv. Du stehst von deinem Koma auf, ja, und du wirst aktiv, du räumst auf. Am Ende des Tages hast du auch noch gelüftet, Alhamdulillah. Ja? Hast du gelüftelt und es ist ein schönes Frühlingswetter, Vögel zwitschern, nur ein Szenario. Und dein Zimmer ist sauber. Was für ein Gefühl hast du? Ein Genuss, richtig? Jeder weiß, jeder kennt diesen Moment von diesem Genuss. Diese aufgeräumte Wohnung, aufgeräumte Zimmer. Womit genießt du das bei Allah? Das ist eine Tajalli, eine Projizierung, eine Spiegelung der Namen Allahs, die du da gerade schmecken darfst, mit deine spirituellen Organe. Allah Jalla Jalalu ist Al-Quddus. Ja? Al-Quddus, der Reine. Ja? Der Saubere. Zat-Pak. Ja? Der Reine, der Heilige. Subhanallah. Wenn du reinigen tust, genießt du, Bruder. Die Gefühle sind die Kanäle, Allah Jalla Jalalu kennenzulernen. Wenn du reinigen tust, genießt du. Aber diesen Genuss kann niemand beschreiben, richtig? Beschreib diesen Genuss, Abi. Jeder weiß, wovon ich spreche, aber wir können es irgendwie nicht in Worte fassen. Die großen Gelehrten haben uns aber beigebracht, warum wir das genießen. Lieber Bruder, hast du mal zwei streitende Freunde befreundet? Der eine oder andere hat es mal in seinem Leben gemacht. Ja? War mal gerecht in seinem Leben. Hat mal so verfeindete Menschen vielleicht zueinander gebracht, sei es Geschwister oder Freunde, egal wie. Jeder hat mal so ein. Und nachdem sie sich vertragen haben, hast du einen Genuss gespürt. Nachdem du dich mit deiner zerstrittenen Frau vertragen hast, indem du weich warst, hast du Genuss gespürt. Beschreibe diesen Genuss.
Du findest keine Wörter dafür. Warum? Allah Jalla Jalaluhu, wie willst du ihn beschreiben, außer seinen Namen? Allah Jalla Jalaluhu ist Al-Wali, der Freund, der wahre Freund, der treue Freund. Ja? Wenn du zwei zerstrittene Freunde befreunden tust wieder, ja, sie schlichtest, genießt du Al-Wali. Aber überleg doch mal bei Allah, ja, du bist dir dessen bewusst, dass du gerade Al-Wali schmecken darfst, spüren darfst, erkennen darfst. Marifatullah sagen wir, die Erkenntnis Allahs. Wie willst du dann Al-Wali sagen, Zikr machen, ja? Subhanallah, wie will dein Herz das tragen, Subhanallah? Wie willst du danach Allah sagen? Mit was für einer Euphorie sagst du danach Allah? Subhanallah. Und das, der Streit mit deiner Ehefrau. Ja, da bist du noch sensibler als unter deinen Freunden. Weil bei deinen Freunden sagst du, komm Bruder, ja Allah, das ist so, komm. Bei deiner Frau, ganz vorsichtig. Blume, Schokolade, ja, Subhanallah. Mach so Wohnung sauber. Ja, ich hab Spülmaschine aufgeräumt, Subhanallah. Du wirst feinfühlig. Beschreibe diesen Genuss, nachdem deine Frau so gemacht hat, gelächelt hat. Aber kannst du nicht beschreiben. Warum? Weil die Beschreibung im Namen Allahs Jalla Jalaluhu liegt. Der Feinfühlige, Al-Latif. Allah Jalla Jalaluhu ist Al-Latif, der Feinfühlige, Subhanallah. Liebe Brüder, also verstehen wir, liebe Brüder, die Gefühle sind die Kanäle, Allah Jalla Jalaluhu kennenzulernen. So Spaß macht es, liebe Brüder, Allah kennenzulernen. Aber wenn diese Gefühle zugemüllt werden mit zu viele Zettler, ja, unsittlichen Sachen, liebe Brüder, mit vergänglichen Sachen, und dann versuchst du noch diese Gefühle zu beschreiben mit vergänglichen Sachen, ja, warum hast du gute Laune? Ja, diese Musik, Bruder, ja, die tut mir so gut. Allah, das ist ein Kurban. Was sind das für Aussagen? Was sind das für eine unwissende Aussagen eigentlich, liebe Brüder? Und wir sind ja schon, mashallah, alt, ja, 20, 25, 30. Und wir können immer noch nicht begreifen, warum wir existieren. Und ich habe die Menschen und die Djinn erschaffen, damit sie mir dienen. Das Dienen funktioniert aber nur, wenn du ihn kennenlernst, wahrhaftig. Höchstwahrscheinlich war der ein oder andere auch mal großzügig, hat mal so die hier und da einen Döner ausgegeben, hier so ein Halal-Cocktail ausgegeben, sein Bruder, was wir hier haben, richtig? Und beim Ausgeben, und dann gibt es doch Personen, ja, die so extrem gerne ausgeben. Immer, nein, ich muss bezahlen. Ja? Unter uns gibt es solche Menschen. Ja? Natürlich gibt es auch den, der abhaut. Ja? Aber es gibt auch Brüder, die auf jeden Fall ausgeben möchten. Richtig? Aber dieser Bruder will ausgeben, weil er diesen Genuss wieder spüren will. Diesen Genuss, welchen er schreiben kann und definiert mit Geld ausgeben. Der Genuss ist Ismi Jawad, Subhanallah. Allah Jalla Jalalu ist großzügig. Allah lässt gerade einen Hauch von seinem Namen Marifat schmecken, ja, Subhanallah. Wie lecker ist das bitte? Jetzt zurück zum Anfang. Was meint ihr, warum diese Brüder nach Zawqamira gehen? Subhanallah. Ja? Nach Zawqamira gehen. Weil sie in dieser Phase da in ihrem Leben, ja, schmecken tun. Etwas schmecken tun, Subhanallah, was man nicht beschreiben kann mit weltlichen, vergänglichen Wörtern. Dafür muss man wissen, wer Allah Jalla Jalaluhu ist. Hast du das Licht der Rechtleitung bekommen? Du warst in der Dunkelheit, Bruder. Nun hast du das Licht der Rechtleitung bekommen, lieber Bruder. Was passiert mit dir? Du genießt etwas plötzlich. Gestern war in deinem Leben kein Gebet, heute ist in deinem Leben ein Gebet. Subhanallah, was passiert? Du genießt etwas, etwas, was du nicht beschreiben kannst. Ja? Und du definierst es mit dem Gebet. In Wahrheit ist das eigentlich der Name Al-Hadi. Allah, Al-Rashid, der Hidayat gibt, Rechtleitung gibt. Ihn schmeckst du eigentlich. Ihn hast du eigentlich gefunden im Gebet. Und du sagst das Gebet ist die Brücke, Allah Jalla Jalaluhu zu verstehen, kennenzulernen, zu schmecken, lieber Bruder. Das sind die Brücken. Das muss verstanden werden. Somit, lieber Bruder, möchte ich
kurz zu unserem Text gehen. Der Text ist heute nicht lang wie üblich, ist ein bisschen kürzer. Deswegen habe ich es zum Schluss gelassen. Was hatten wir gesagt? Ein Seelenführer für die Kranken, richtig? Jetzt habt ihr verstanden, worum es geht, liebe Brüder. Und dieser große Meister gibt jetzt ein Heilmittel für Phasen in unserem Leben, die wir bis zu dem heutigen Tag vielleicht falsch gedeutet haben und bei Momenten von Unheil, Sorge, Krankheit, Schmerz, Tränen, ja, nicht verstanden haben, dass auch diese Momente in unserem Leben eigentlich Momente sind, Allah Jalla Jalalu kennenzulernen. Weil er hat auch andere Namen, wie Al-Jabbar, Al-Qahar. Richtig? Wie willst du denn ein Allah, also Gott anbeten, wenn du nicht auch diese Namen von ihm kennenlernst? Also musst du auch mal Schmerzen in dein Leben haben, Leid in dein Leben haben, Unheil in dein Leben ertragen. Ja? Und wir haben oft verstanden und oft gehört in diesen Sitzungen, denn das ist das 21. Mal, dass die Krankheit ein Liebesbrief Allah Ta'alas ist für uns. Unheil ist ein Liebesbrief von Allah Ta'ala. Nun muss man richtig deuten, liebe Brüder. Und heute sagt der große Meister, mein kranker Bruder, sind wir krank? Wallah, wir sind krank. Ich rede für mich, ich bin krank. Ich fühle mich angesprochen. Er spricht jetzt aber für Phasen in unserem Leben, wenn wir mal auch richtig krank werden. Sag ich denn auch. Ja? Deine Krankheit ist ein äußerliches Leiden. Ist die Krankheit ein äußerliches Leiden? Wenn man betroffen ist, sagen wir mal, du bist jetzt bettlägerig geworden. Ja, es ist ein äußerliches Leiden. Du hast einen gebrochenen Fuß, ja, einen gebrochenen Arm. Es umgibt dich aber auch eine bedeutsame innere Freude. Ah, jetzt kommt was. Du bist bettlägerig. Jetzt sagt der Meister aber, es umgibt dich aber auch eine bedeutsame innere Freude, welche die Auswirkung dieses äußerlichen Leidens zu ausgleichen vermag. Aha, es gibt in der Krankheit etwas, liebe Brüder, ja, was zeitgleich mit der Krankheit passiert, kommt. Nämlich eine innerliche Zufriedenheit, was die Krankheit wieder auszugleichen vermag. Also, es uns dazu bewegt, geduldig damit umzugehen, dankbar zu werden für diese Krankheit, die gesendet wurde von Allah Jalla Jalaluhu. Denn, jetzt kommt, abiler ya, ne güzel yazmışlar ya, subhanallah, denn du hast Vater, Mutter und Verwandte, ihre seit langem vergessene, doch so willkommene Zärtlichkeiten erwachen wieder. Allah, Allah. Zusammen mit den liebevollen Blicken, wie du sie in deiner Kindheit erfahren hast und nun wieder neu erfährst. Nun bist du bettlägerig geworden, dir geht es nicht gut. Ja? Und lange Zeit warst du eigentlich zu Hause bei euch grob. Manchmal hat man so Phasen in seinem Leben, da läufst du ein bisschen grob. Ja? Man hat plötzlich so eine gewaltvolle Kommunikation miteinander. Sei es ein Ehepartner oder sei es Mutter, Sohn, ja, Sohn, Vater, Vater, Sohn, egal, oder Bruder zu Bruder, Schwester zu Schwester, egal wie. Und dann bist du plötzlich bettlägerig. Du hast einen Autounfall gehabt. Möge Allah uns alle bewahren. Was passiert plötzlich? Diese Blicke von deinen Liebsten ändern sich. Sie werden zärtlich, liebevoll. Im Türkischen sagen wir dazu, Şefkat nazarı. Ja, der Blick der Zärtlichkeit fängt auf einmal an. Şefkat nazarı, richtig? Und das bei Allah genießt man in dieser Phase. Du denkst dir vielleicht so als Ehemann, wenn du auf der Couch einschläfst nach der Arbeit, ja, bei Allah, ja, warum denkt mich meine Frau nie zu? Du ärgerst dich immer. Und wenn du krank bist, kommt sie mit der Suppe zum Bett. Du denkst so, Allah, Allah, ja, diese Krankheit ist gut, ja? Ja, die Suppe kommt auch am Bett, subhanallah. Bei Allah, ich habe einem Freund, subhanallah, hat mal was Lustiges gesagt. Er hat sich mal wehgetan.
die haben sich so ein bisschen gestritten zu Hause, im Privaten. Dann hat er sich wehgetan. Dann hat er, während er sich wehgetan hat, noch ein bisschen übertrieben, dass ihm das wehtut. Oh, gemacht, subhanallah. Damit die Schwester, die Ehefrau, die zärtlichen Blicke, was ist passiert? Und dann war Streit vorbei. Alhamdulillah, hat geklappt. Subhanallah. Ja, ne, kann man vielleicht mal probieren. Ja? Ja, ne, könnte man mal vielleicht probieren. Aber was ist die Wahrheit? Es funktioniert. Also, das ist ja die Wahrheit, die wir hier eigentlich von dieser Geschichte erfahren. Diese zärtlichen Blicke fangen an, plötzlich. Richtig? Ja, ne, die Frau, die Anti-Ehemann war, ja, die Mutter, die Anti-Sohn war, der Vater, der Anti-Sohn war, ist plötzlich dein Bediensteter geworden. Ja? Subhanallah. Was für eine Nimet ist plötzlich die Krankheit geworden. Die Liebe unter euch ist wieder erfrischt. Allah, Allah, ja. Subhanallah, Abi. Haben wir je die Krankheit mit diesem Blick oder mit diesem Nazar betrachtet? Nicht wahrscheinlich. Die vielen Erweise der Freundschaft, die sie dir heimlich und im Verborgenen erbracht haben, erlebst du nun ausgelöst durch deine Krankheit. Allah, Allah. Denn in einem Satz sind so viele Weisheiten eigentlich versteckt. Deswegen muss man diese Wörter der Aulias analysieren, Abi. Richtig so, ja, wie auf einem Tisch, ja, so richtig mit einem Skalpell so theoretisch so schneiden und gucken und mashallah, so definieren und studieren ihre Wörter. Und zum Abschluss, die Herren, denen du zu dienen dich gerühmt hattest und deren Gunst zu erwerben du bemüht warst, erweisen dir infolge deiner Krankheit die Dienste ihrer Barmherzigkeit. So bist du der Herr deiner Herren geworden. Allah, Allah. Ja. Ein anderer, plötzlich bist du der Herr geworden zu Hause. Du wolltest immer der Herr zu Hause werden. Mit der Krankheit hat Allah Jalla Jalalu dich zum Herrn gemacht. Allah, Allah, ja, Allah, Allah. Aber wisst ihr, gehen wir mal von unserem Haushalt raus und gehen wir mal rüber, was eigentlich passiert. In der Schwäche liegt die Kraft. Vor einigen Jahren hatten wir mal diesen Satz in einem Vortrag erwähnt. In der Schwäche liegt die Kraft. Allah Jalla Jalaluhu möchte uns ajiz sehen. Ajiz, hilflos, bedürftig, schwach, armselig sehen. Ja, liebe Brüder? Dass wir uns so betrachten, so sehen. Er möchte im Gegenzug zu ihnen. Ja, möchte, dass wir begreifen, dass wir ihn bedürfen. Ja, ihn brauchen, ihn benötigen. Denn er ist doch unser Halter, Verwalter, richtig? Der alles bewirtet, liebe Brüder. Der alles instand hält, subhanallah. Und in dieser Phase deines Lebens, wo es dir gut geht und du nicht krank bist, vergisst du ihn. Und alles wird zu dir Feind plötzlich. Allah Jalla Jalla macht dich krank. Du findest deine Hilflosigkeit, deine Ajiz liegt wieder, ja, deine Bedürftigkeit wieder. Und wenn du deine Bedürftigkeit wieder findest, wird plötzlich alles wieder dein Diener. Subhanallah. Shefkat-Nazare von Allah Jalla Jalaluhu. Ein Blick von Allah Jalla Jalaluhu mit Zuneigung. Liebe ist die Krankheit. Weil du in deiner Krankheit wieder gesagt hast, ja, Rabbi, bitte vergib mir, ich werde wieder zum Gebet finden, mach mich aber bloß gesund. Das gefällt Allah, dass du wieder flehst, dass du wieder weinst, dass du dich wieder an ihn erinnerst. Liebe Brüder, nun ist unsere Aufgabe, liebe Brüder, diese Wörter heute Abend nicht in diesen Räumen zu lassen. Wallah, das wäre zu schade. Nimmt mit nach Hause. Es wird gespeichert. Schaut es euch auf YouTube an oder auf Spotify noch nachträglich an. Ja? Weil diese Wörter sind Wallahi Wahrheit. Es sind die Wahrheit und es ist ja auch wirklich so.
das wir jetzt gerade, seitdem wir hier sitzen, genießen. Richtig? Genießen. Und diesen Genuss nicht für etwas Vergängliches irgendwie austauschen würde. Weil die Seele bekommt jetzt gerade dieses Wasser, wie gerade erwähnt. Ja. Und möge Allah Ta'ala uns zu solchen Menschen machen, die aus diesem Wasser, ja, was ein Rahmani-Wasser ist, liebe Brüder, ja, was so ein Wasser ist, was man eigentlich nicht definieren kann weltlich, ja, möge Allah Ta'ala uns ermöglichen, aus diesem Wasser, ja, so richtig zu trinken. Ja, so richtig zu trinken und am Ende des Tages, inshallah, von Hause Kawthar, von der Hand, alayhi salatu wasalam, zu trinken. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha ma salawat.